Die Wohnkultur der Gegenwart ist eigentlich so der ultimative Ausdruck unserer eigenen Individualität. Früher waren Wohnungen oder Wohnhäuser eigentlich so gestaltet, dass man eine sequentielle Aneinanderreihung unterschiedlicher Funktionsräume vorgefunden hat. Und heute haben wir keine echten Raumgrenzen mehr, sondern wir haben fließende Grundrisse, wir haben unterschiedliche Bereiche innerhalb dieser Grundrisse, deren Funktion sich auch über den Tag hinweg verändern kann. Durch das, dass die Wohnkonzepte immer offener werden, reicht es nicht immer aus, dass man einfach nur eine weiße Wand oder weiße Möbel reinsetzt. Viele Kunden wünschen einfach auch Wohnlichkeit, Materialität. Und das schafft man einfach durch für den Kunden abgestimmte Materiallösungen. Wir in der Schreinerei haben halt viel mehr die Möglichkeiten, kundenspezifisch Lösungen anzubieten. Wir erleben natürlich auch, dass das sehr stark nachgefragt wird von unseren Kunden im Privatbereich, dass man eben auch diese Grenzen zwischen Küche und Essplatz immer mehr aufhebt, um auch eine durchgängige Kommunikation zu ermöglichen. Der Esstisch ist definitiv das Zentrum des Hauses und die angrenzenden Bereiche, auf der einen Seite die Küche, auf der anderen Seite der Wohnbereich, öffnen sich natürlich immer mehr zu dieser Mitte hin. Unsere Ambition ist tatsächlich, den Kunden voranzutreiben und praktisch ins nächste Level zu heben, dass seine Bedürfnisse auf jeden Fall erfüllt werden und Rücksicht drauf genommen wird, aber dann natürlich der nächste Step entsteht, die Gestaltung zu forcieren, die Materialien zu priorisieren, weil das ist genau das, was es hinterher ausmacht, dass es wirklich eine perfekte Küche wird. In der traditionellen Küche, in der Kochküche, da war ja das Design nicht so wichtig. Da ging es ja nur um Funktionalitäten und das hat sich jetzt eben total gewandelt, dass es emotionaler wird, dass die Funktionalität natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber natürlich auch die Leidenschaft, dass es einfach schön aussieht, dass es haptische Erlebnisse sind, dass es tolle Materialien sind, weil sich es eben in den Wohnbereich integriert. Und da kann ich jetzt nicht nur nach praktischen Aspekten gehen. Und deswegen ist das eben so schön zu sehen, dass es ein toller Wohnbereich ist, der architektonisch, innenarchitektonisch anspruchsvoll ist, aber gleichzeitig eben funktioniert. Die funktionale Dimension der Küche hat ja nicht darunter zu leiden, dass wir den Anspruch haben, heute Küchen offen und schön zu gestalten. In dem Sinne, da gibt es natürlich viele Gegenstände, die das Potenzial haben, eben diese Ästhetik zu stören. Das ist ein Wasserkocher, das ist ein Wasserfilter, das ist der Spüllappen, der über dem Wasserhahn hängt. Und genau diese Dinge irgendwo zu integrieren, ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die wir lösen müssen. Das Potenzial der Spüle ist eigentlich groß, weil das tatsächlich ja integrative Aufgaben birgt. Weil man will reinigen, man will spülen, man bereitet Lebensmittel zu. Und das sind natürlich unterschiedliche Anforderungsprofile, die jetzt im Moment sehr simpel gelöst sind. Es ist ein Spülbecken und man hofft, dass alles klappt. Die Unterbringung ist in Frage gestellt. Das ist eher traditionell, dass man dieses Spülbecken hat, weil man es so kennt. Die Weiterentwicklung hat da nicht wirklich stattgefunden. Unser Wunsch ist, dass man einfach die Küche noch unsichtbarer macht. Es gibt schon super Lösungen, Dunstabzug nach unten, dass ich oben nichts mehr störend habe, Geräte hinter Schenke versteckt, aber es ist immer noch ein Riesenthema, Spüle. Was macht man mit dieser Lösung, dass man das verschwinden lässt? Die Moderne des 20. Jahrhunderts mit ihren offenen Grundrissen hat uns ja letztendlich mit der Aufgabe konfrontiert, das auch in einer gewissen Perfektion zu Ende zu bringen und da bis ins letzte Detail wirklich auch konsequent zu sein, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, der wir uns aber auch stellen und widmen müssen.